Eure Nacht ist geprägt von grausamen und alles verschlingenden Albträumen. Als ihr morgens erwacht, schmeckt ihr das Blut von Menschen auf eurer Zunge. Ihr könnt euch daran erinnern, wie ihr gerissen und zerbissen habt. Uralt, seit Jahrtausenden zerfällt dieser Körper, zusammengehalten durch die Macht der Hölle. Als ihr in euren Betten erwacht am Morgen des 7. Ingrim, spürt ihr immer noch die Angst. Nicht nur wurde euer Körper von Erfahrungen eines Drachen geschüttelt, sondern Rassasor selbst erleidet diese ewigen Qualen, diese Albträume, die er mit euch teilt. Tag für Tag, Nacht für Nacht frisst sich die Furcht durch seinen Geist. Das stetige Klappern und Knirschen der Seelenmühle, die ihm im Nacken sitzt. Der Fluch von Rassasor, der euch beim Zerbrechen des Boron-Artefakts getroffen hat, kann auch eine Chance sein, hinter die Geheimnisse und die Motive von Xyxyx zu gelangen. Ihr reibt euch so die Tränen und den Schlaf aus dem Augenwinkel und könnt dann zusammenkommen. Wir beginnen im Speisesaal eurer eigenen Villa Bardosruh. Nur die Zwerge sehen so aus, als hätten sie im Keller wohl geruht. Oh, hab ich gut geschlafen. Ja. Der Keller ist ganz gut. Endlich mal wieder ein komfortables Bett. Aber ihr seht sehr müde aus, muss ich sagen. Oh, Isarun, hast du geweint? Ja, ich habe was Komisches geträumt. Also, ich habe eigentlich gar nicht echt geweint. Ja, ich habe einen total widerlichen Geschmack auf der Zunge. Oh, Raya, ich hasse Drachen. Zu Recht. Zu Recht. Ja, zu Recht, wirklich. Ihr habt auch von einem Drachen geträumt? Ja, wurde übel. Nun, das tue ich seit längerem, seit ich im Maul eines Drachen war. Verständlich. Gut, wir wollen jetzt zu der Chefin, zu dem König von Yalan, oder wie? Königin von Yalan. Königin von Yalan. Mit Willen, Rafim. Ja, zu deiner Inquisitoren... Geheime Inquisitionsrätin, bitte. So viel Zeit muss dann doch sein. Ist das wieder so eine Veranstaltung, wo ich nicht mitkommen kann? Oder will? Ich glaube, will ist das Wort, nachdem ich suche. Was hältst du davon? In der Tat besser für alle Beteiligten. Du gehst dahin, redest mit der... Mit der mit der Inquisitionstante, ja. Mir doch egal, wie die heißt. So, und ich gehe so lange diese Avis-Geweihte suchen und frag die, was der beste Reiseweg ist. Vielleicht kommt die ja sogar mit. Das klingt irgendwie angenehmer. Ich begleite euch. Das ist eine gute Entscheidung. Möchte sonst noch jemand mitkommen? Oder ich komme bei Boltax mit. Boltax hat immer die besten Geschichten. Naja. Sei doch ehrlich, Igna, ich bin dir einfach nur so sympathisch, du willst es nur nicht zugeben. Ja, auch wenn du umgekehrt proportional groß bist wie ein Zwerg, bist du dennoch mit dem gleichen Humor beschenkt. Das ist richtig, wir sind einfach lustig. Möchte sonst noch jemand mitkommen oder wollt der Rest von euch sich mit den komischen Inquisitionsdamen beschäftigen? Das ist ein bisschen besser als eine Zauberlerin. Das ist jetzt aber ganz stark Ansichtssache. Ich werde mit zur Inquisition kommen. Ich glaube, ich begleite Rafim. Ich wusste, zwei schöne Frauen gewinnen gegen eine Inquisitorin. Boltax, habe ich dir eigentlich schon mal die Geschichte erzählt, wie Abel mir von einer Torwalerin verdroschen wurde? Von einer Torwalerin? Nein, das musst du mir erzählen. Oh ja, sie hat ihn in den Schnee gestopft. Warum das denn? Das musst du Abel mir fragen. Nun, ja, erzähl doch mal. Alte Geschichten, alte Zöpfe. Was machst du denn, Abel, mir? Also wirklich? Ja, wir hatten ein kleines Boot. Und nun, sie überraschte mich körperlich. Hast du wieder nicht einen Dolch dabei gehabt, Abelmir? Das habe ich dir schon mehrmals gesagt. Immer einen Dolch ziehen, wenn dich jemand angreift. Nun, ich denke, gegen die Gewalt einer Wahlwütigen ist ein Dolch ein klägliches Hilfsmittel. Ein Feuerball oder eine Flammenlanze wäre wesentlich besser. Ach, ein schneller Stich zwischen die Rippen, dann bluten die auch aus. Man braucht nicht immer den größeren Abelmir. Es kommt darauf an, wie du es benutzt. Gewiss. Das sagt Kiaras nur, weil er einen kleinen Stiepel hat. Wahrscheinlich. Ach. Nun, interessante Geschichte auf jeden Fall. Also gut, Rafim, dann zeig uns mal den Weg.
Ja, das sind ungefähr... Wie lange bin ich unterwegs? 2 Stunden? 3? Das ist halt echt weit, oder? Nur auf der anderen Seite der Stadt, ne? Ja, richtig. Also so 2-3 Stunden. Ja, es ist ein Stück. Ein kurzes Stück. Wenn ihr wollt, können wir es auch im Sprint zurücklegen. Das ist sehr, sehr gut für die Lunge. Das muss nicht sein. Voltox ist gemütlicher Kerl. Na gut, los geht's. Aber habt ihr doch gar keine Metallsachen an, damit könnt ihr doch voll gut sprinten. Ah, die Erde ist geduldig. Und das Erz. Ja. Und das hat vielleicht ein bisschen auf mich abgefärbt. Ich klopfe mir mal so auf mein kleines Bäuchlein. Kommt Kieras mit oder nicht? Ja, natürlich. Ja, solange wir noch im Raum sind, nehme ich Kieras Hand, damit er auch den Weg aus dem Raum findet. Und danach lasse ich ihn auch wieder los. Aber Dankeschön. Erst nachdem wir Jalans Blickfeld wieder verlassen haben. Ja, ich wollte nicht, dass ihr euch verlauft auf dem Weg nach draußen. Sehr zuvorkommend, sehr zuvorkommend. Ja, danke. Hier. Bin einfach ein Gentleman. Gentleman? Irgendwie sowas. Irgendwie sowas, genau. Ja. Dann setz ich... Ja, Boltax, dann erzähl doch mal. Du bist doch jetzt schon... alt. Ja, also alt. Für einen Zwerg bin ich nicht gerade alt. Aber ja, mag euch wahrscheinlich so vorkommen, dass ich alt bin. Hast du denn noch einen Schmankerl aus deiner Jugend? Ich meine, das ist jetzt ja schon lang her. Ja, also... Welcher Großling ist denn damals hier rumgelaufen? Ja, hier, die Geschwister, Bardo und Cella, die waren damals hier in Gareth, da war ich auch. Da war ich in der Therme. Ja, naja, die hatten beide so ein bisschen, ich will nicht sagen, die haben ein bisschen Probleme gehabt, aber ganz richtig waren die auch nicht im Kopf. Wie dem auch sei. Aber auf jeden Fall sollte ich halt hier am Hof irgendwas machen und auf gut... Ja, gut Kind machen für uns Zwerge, aber die haben die ganze Zeit nur gefeiert und gesoffen und sich überhaupt nicht um das Wesentliche gekümmert und irgendwann bin ich dann einfach gegangen, weil es mir gerecht hat. Also daran sehe ich nicht so viel falsch. Gut, man muss sich ab und zu darum kümmern, was man machen muss, aber... Gute ja, Leute haben, die sich darum kümmern. Naja, ich meine, ich habe hier nichts gegen mal ein Trinken oder auch mal 2 oder 5, aber doch nicht die ganze Zeit, also... Man muss Maß für Maß. Es gibt die Zeit zum Feiern und es gibt die Zeit, um anzupacken. Ja, stimmt. Wenn man es nur macht, wie soll man es dann genießen, nicht wahr? Das ist richtig. Ja. Ab und zu muss man auch mal Leute umbringen. Da habt ihr nicht ganz Unrecht. Also, ich glaube, da gehen unsere Ansichten jetzt ein bisschen auseinander. Aber ihr habt doch gesagt, ihr seid so ein... Okay. Ich hab's vergessen, was ihr wart, aber ihr wart so ein Magier. Ja. Genau. Ihr seid so ein Magier-Ding. Seid ihr denn dann kein so ein Kampfmagier-Ding wie Isarun? Oder nein, nicht? Kampf. Ich bin dafür da, dass die Harmonie der Elemente bewahrt wird. Also, ich bin für Sumu da. Das. Wie kann man euch das am besten erklären? Ein Gärtner-Magier. Ihr seid Gärtner? Nein, ich bitte euch, nein. Okay, schade. Also, was macht ihr denn jetzt? Also Isarun macht immer so Kuppel. Und dann kommt keine Magie mehr ran. Ah, nein. Also, macht ihr sowas? Ich kümmere mich um das Elementare. Also, dass die Elemente in Harmonie verbleiben. Und besonders kenne ich mich mit Erz aus, weil Zwerge müssen sich mit Erz auskennen. Also macht ihr so große Elementare wie Abelmir? Ja, das kann ich. Ah. Oh. Und ich mache Erz, also so richtig schön große Golems, die Sachen zerschlagen können. Nein, keine Golems. Ich bitte euch. Blutet ihr auch so dolle wie Abelmir, wenn ihr das macht? Bluten? Also nein, ich würde nie im Leben Blut benutzen, um zu zaubern. Das ist ja, also... Ja, also ihr hättet das sehen müssen. Es ist aus ihm runtergelaufen. Literweise. Es war wunderschön. Da muss ich mal ein ernstes Wörtchen mit ihm reden. Ein Elementar zu rufen mit Blut, also... Ich will nichts sagen, aber das sagen immer alle Magier, die ich treffe. Immer wollen alle mit Abelmir reden. Ich verstehe es auch nicht. Ist der so interessant? Das ist, also was er macht... Ich glaube, sie sind ja wütend auf ihn. Glaubst du? Ich glaube schon. Also, ist ja auch egal jetzt, ne? Das werde ich ihm dann schon sagen, aber... Ja, tritt ihm ruhig mal vors Knie.
da kannst du dich drauf verlassen, wenn er nochmal sowas macht. Elementare rufen mit Blut, also ich glaube, es hackt. Vielleicht lieber vors Schienbein treten, es tut mehr weh. Was halt auf der Höhe ist. Gut. Ja, ich kann solche Sachen, alles, was mit den Elementen zu tun hat. So, das ist jetzt hier noch ein langer Weg. Währenddessen kannst Boltax uns jetzt hier mal ein paar Geschichten erzählen. Ich meine, hier, Ignar sagt den ganzen Tag, du kannst so gute Geschichten erzählen. Jetzt will ich aber auch was hören. Ja, so einmal, da war ich gerade in meinem Zirkel unterwegs. Also wir Geoden, wir treffen uns ja eher Zirkel. Und ich war dann gerade wieder auf dem Rückweg von so einem Treffen, wo wir uns halt zusammengesetzt haben und ein bisschen über Sumo geredet und naja, was man halt so macht. Ich gehe jetzt nicht weiter ins Detail, das würde euch wahrscheinlich langweilen. Aber auf dem Weg zurück, da habe ich eine Horde Gräume bemerkt und die haben ein ganz, ganz, ganz fieses Ritual gemacht. Und ich sag euch, die Gräume, die stecken hinter allem, was hier so vor sich geht. Die stecken im Verborgenen hinter allen unheiligen Sachen. Ja, dann müsst ihr mal mit Jalan drüber reden. Jalan hat den Jol Gormag auch ein paar Gräumlinge getötet. Ha, das ist gut, das ist gut. Moment, ich dachte, Drachen stehen hinter allen Unheiligen. Ja, aber die Gräume auch. Also, das ist ganz kompliziert zu erklären. Wenn wir ein bisschen mehr Zeit dafür haben, erkläre ich euch das mal im Großen und Ganzen. Aber jetzt zur Geschichte. Die Gräume haben nämlich aus Metall Bilder von sich selbst geformt und die waren unbezwingbar. Und ich dann sofort hin zum König. Und der war auch ganz schockiert. Also haben wir überlegt, was können wir da machen? Wir sind dann mit ein paar anderen kräftigen Zwergen zurück, aber diesen Metallgräumen, den konnten wir nicht so richtig Herr werden. Also habe ich mir was Cleveres überlegt. Denn wenn die schon auf Metall sind, dann können die sich ja auch anziehen und abstoßen. Also habe ich meinen guten Freund gerufen, den Horagnur, Elementar, und ja, wir haben dann dran gearbeitet, dass die sich anziehen und abstoßen und anziehen und abstoßen und immer fort. Und da hättet ihr mal die Gesichter von den Gräumen sehen müssen. Ah, also, die haben nur geguckt und dann sind wir Zwerge auch schon ihrer Herr geworden. Also, das war eine ganz große Sache. Oh, wahrlich, also habt ihr... Also habt ihr irgendwas komisches, magietechnisches gemacht und dann den kaputt. Das klingt aber sehr nach Kampfmagier, wenn ich sagen darf. Nein, das war kein Kampfmagier. Ich weiß nicht, Magie ist ja... Ihr müsst mich so verstehen, ich bin kein Magier wie eure Magier, die sich so mit forscherischem Eifer darauf stürzen und die ganze Zeit die Magie neu erfahren und neu erkunden wollen. Nee. Ich bin eher ein Priester Sumus. Also so ein bisschen wie eure Priester, nur mit Magie. Ah. Ja, und während euch der Geode die ersten Geschichten aus seiner frühen, jungen Laufbahn erzählt, können die anderen nach einem kurzen Frühstück auch in Richtung der Stadt des Lichts aufbrechen. Und Jalan kann sich dann nach kurzem Herumfragen zu der geheimen Inquisitionsrätin Gilbyra Steinhauer durchfragen. Die findet ihr in einer eigenen kleinen Schreibstube, die sie besitzt. Die Tür ist angelehnt und wenn ihr dann hineintretet, könnt ihr sehen, dass überall einige Zettel herumliegen, die dann gerade sortiert werden müssen. Einige mit blutigen Handabdrücken, andere mit Stempeln von verschiedenster Farbe. Und sie steht gerade dann an einem Bücherregal, dreht sich dann um und guckt euch über ihr hageres Gesicht an. Euer Exzellent, Exzellenz, wenn ihr einen Moment für uns hättet. Ja, macht die Tür bitte zu. Sie setzt sich dann hinter ihren Schreibtisch. Gut, taucht ihr also auch auf, Greifenmund. Bin natürlich über den Inquisitionsrat Davania über sämtliche Vorfälle mit und über euch informiert. Was trägt euch jetzt zu mir? Es geht um einen der Gefangenen, neben euch einsitzen. Aldiak von den Rachenzwängen. Ich bin mir sicher, dass Magister Isarun den Sachverhalt ausführlicher erklären kann als ich.
Das kann ich gerne tun. Bei dem Gefangenen handelt es sich um einen der Aufrührer, der viele Bürger Garets dazu verleitet hat, ketzerische Geschichten zu verbreiten. Es ist klar geworden, dass er selber ein Ketzer ist und heretischen Ansichten anhängt, die er auch nicht bereut und weiter verbreiten möchte. Heresie. Ketzerei. Und warum kommt ihr jetzt zu mir? Meine Kameraden sind ja an helligen Ansicht gelangt, dass es im besten Interesse der Paraskirche ist, dass er nicht die Möglichkeiten erhält, seine Ketzerei noch innerhalb unserer Reihen zu verbreiten, da er wohl aufgrund der Gaben seines heiligen Herrn sehr überzeugend sein kann, was das angeht. Okay. Das ist richtig. Wir vermuten zumindest gesteigerte Manipulationsfähigkeiten, die er erhalten hat. Anderes wurde auch schon bei einem Kollegen von ihm festgestellt. Ich bin natürlich darüber informiert worden, dass wir einen unserer Ratsmitglieder verloren haben. Und auch unsere Ermittlungen sind dahingehend, dass fehlende Schatten und auch fehlende Organe übles Vermögen. Während sie spricht, könnt ihr beide, also Abelmir und Isarun übrigens, bemerken, dass ihr leichte ziehende Kopfschmerzen bekommt und euch so ein bisschen der Halt in der Dimension verloren geht. Dass ihr aktuell keine Kontrolle mehr über eure Magie habt. Also es wird sehr wie eine Aura, die eure Magie zu unterdrücken scheint. Mir ist bewusst, dass ihr über Mittel und Wege verfügt, die von der Kirche mit Skepsis betrachtet werden. Ich erwarte, dass die Gebote der Zwölfe geachtet werden und dass ihr euch an die geltenden Gesetze haltet, sich denen fügt. Darüber hinaus brauche ich nicht über jeden Ermittlungsschritt im Detail informiert werden. Was wollt ihr mit dem Ketzer unternehmen? Nun, wenn ihr ausreichend davon überzeugt seid, dass er ein Heretiker ist, dann soll Greifenmund selbst davon. Er darf selbst darüber urteilen, ob er verbrannt werden soll oder nicht. Eure Exzellenz. Wie gesagt, ich muss nicht über jeden einzelnen Schritt in Kenntnis gesetzt werden. Damit greift sie einmal ein Stück Papier, ein Pergament, was auch ein bisschen dreckig ist, langt da vom Schreibtisch runter, füllt das ein bisschen aus, kritzelt da mit der Tinte einige Anweisungen drauf, siegelt und stempelt das Ganze, rollt es dann ein und gibt es dir. Wir haben darüber hinaus in den Überbleibseln eines unserer Raios-Geweihten eine Maske gefunden, die mir schon sagte, von welcher Art der Beschaffenheit ihrer Glaube ist. Daher möchte ich gar nicht in die Versuchung geführt werden, sondern mit diesem Schreiben und mit diesem Siegel sollte euch die Prämisse gebühren. Wir werden uns der Sache zügig annehmen. Was geschieht mit der Maske? Die Maske ist bereits zerstört worden. Das ist eine große Erleichterung. Es mag vielleicht nicht immer so wirken, aber die Inquisition weiß, was sie tut. Und
Sie weiß auch, was sie tut, wenn sie euch in einen finsteren Kerker steckt. Oder euch bei eurer Reise in Richtung Yolgomak kontrollieren mag. Damit zieht sie einmal einer ihrer Augenbrauen etwas leicht nach oben und beäugt Jalan skeptisch. Ja, versucht sich nicht einschüchtern zu lassen. Ich bin selbstverständlich über euren letzten Fortschritt informiert worden bezüglich der Akte Galotta und auch die Verfehlungen, die ihr nun ja, bei Gesprächen mit Arius von Wulfen zugabt. Ich bedauere zutiefst, dass ihr nicht in nächster Zeit eine Weihe empfangen werden könnt. Zumindest hier nicht in Gareth. Jetzt sehe ich eine Augenbraue hoch. Euer Ruf hat sehr stark gelitten. War er doch nie der Beste. Wer sich mit der kaiserlich-garetischen Informationsagentur einlässt, der wird leider allzu oft verdammt und in einen Sog, in einen Strudel gezogen. Aber das habt ihr mittlerweile schon gelernt. Hättet ihr euch damals schon in die Hände der Inquisition begeben, dann hätten solche Schritte vermieden werden können. So hättet ihr vermutlich aber auch Magistra Isarun nicht getroffen. Sei es drum, nun seid ihr bei den Bannstrahlern. Und der Letzte noch dazu. Ihr seid beileibe nicht der Letzte. Aber wenn ihr meint, dass ihr der Letzte aus der Schlacht bei Werheim seid, dann ist dies zumindest korrekt. Aber selbstverständlich haben wir in den Überresten von Aventurien noch einige, die wir jetzt zusammentragen und hier sammeln. Afax kommt. Also gut, dann kümmert euch um den Rondrianer aus Grangor und nehmt sich eurer an. Das werden wir. Nicht wahr, Jalan? Ja, was Hafax angeht und die Reise in den Süden. Mir wurde zugetragen, dass es einige Schwierigkeiten mit dem Gesetz gegeben hat in Perikum. Sicherlich ein bedauerliches Missverständnis. Sicherlich ein Missverständnis, was man hätte aus dem Weg räumen können. Allerdings Flucht vor der Justiz, vor der Jurisdiktion. Und dabei schaut sie jetzt auch das erste Mal richtig Abel mir an. Das ist etwas kritischer. Die Umstände, ihr versteht, die Umstände. Ich bin mir sicher, dass Adeptus Jamorenes bereit ist, Buße zu tun. Nun, der Erlass wurde von Armando Laconda da Vanya selbst verzeichnet und ich werde dies nicht aufheben. Das kann ich zwar, aber das werde ich nicht tun. Ich werde meinem ehemaligen Ausbilder nicht in den Rücken fallen. Ihr werdet weiterhin gesucht von der Perlenmeerflotte. Wenn ihr also aufbrechen solltet in Richtung Perikum, dann rate ich zur Vorsicht. Versichere euch, dies ist nichts, womit wir nicht umgehen könnten. Und dann, meine Exzellenz. Ja, sie erhebt sich einmal und breitet ihre Hände zum Sonnenrad aus. Custos Alvaranianis Ordinis Eterni, Judicium Tuum Veritate Magnoscet, Victum Tuum Sapientiae Creat, Beneficium Scientiae et Periculum Cernet, Damihi Prudentiam, Vim Discretionem, Voluntatem Tuam Cognus Scendi. Lux Vobiscum, es sei. Triumphat, es sei. Das Licht siegt immer. Damit seid ihr entlassen. Verbeuge mich nochmal und öffne Jalan die Tür. Ich rausche dann noch an ihm vorbei heraus. Verabschiede mich auch mit einem Kopfnicken und verlasse den Raum. Und das ging ja gut aus. Der Scheiß Raphim. Ich sage es euch, der Scheiß Raphim. Eines Tages erwürge ich ihn noch. Das könnte schwieriger sein, als ihr denkt. Der Göttergefällige findet einen Weg. Ich hätte nicht gedacht, dass das Gespräch so schlecht gelaufen ist. Sie ist Avanyas Vertraute. Was erwartet ihr eigentlich?
Na, ich bin mit dem Herrn nicht persönlich bekannt. Da sollten wir alle froh drüber sein. Gut, also, das Schreiben. Aber ich hier. Ja, gemeinsam mit dem Schreiben könnt ihr dann in Richtung der inquisitorialen Gefängnisse gehen. Wenn du es kurz einmal aufklappst, wie gesagt, gesiegelt und gestempelt von ihr, unterschrieben, es obliegt komplett dir, mit dem Prioten zu verfahren, wie du magst. Er ist in deiner jurisdiktionalen Habe. Du meinst den Rondrianer, richtig? Weil der Priot ist tot. Ja, der Rondrianer. Okay. Nun, dann müssen wir ihn wohl den Prozess machen. Das hat sie nicht gesagt. Ich weiß, was ihn gesagt hat, Abelmir. Richtet ihn einfach hin. Wir werden niemanden einfach so hinrichten. Wollt ihr euch wieder in den Zweifel stürzen lassen? Was sollen wir sonst machen? Die Tür aufstoßen, ihm ein Schwert in den Leib rammen und es damit gut sein lassen? Nein. Ihr macht die Tür auf, holt einen Richtblock her, nehmt ein Zweihandschwert und richtet ihn hin. Ist es nicht viel besser? Tut endlich etwas. Werdet eurer Rolle gerecht, die 12 für euch vorgesehen haben. Ich denke, den Schritt mit der Beweisaufnahme können wir uns sparen. Wie wollt ihr entscheiden? Nun, er ist offensichtlich schuldig, insofern hat er wohl auch selbst zugegeben. Das Urteil ist entsprechend klar. Dann spricht das Urteil und vollstreckt es. Gut, seid ihr also meine Zeugen, Frau Pryos. Sie geht im Namen der Götter folgendes Urteil. Aldirk von der Drachenzwinge ist schuldig der Ketzerei, der Häresie, der Anstiftung zur Ketzerei, etc., etc. Das Urteil ist der Feuertod. Herr Pryos, unser aller Seele gnädig sein. So sei es. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr dann die nächste halbe Stunde einige Trümmer dann herbeinehmen, irgendwelche Hölzer, die nicht zu Unholz mutiert worden sind und die dann eben auch gut brennen. Könnt ihr dann leicht aufstapeln, könnt einen Stab in die Mitte stecken, also den wird es sicherlich hier auch geben. Und so dann diese Feuerbestattung bzw. dann die Hinrichtung ermöglichen, bevor ihr ihn dann rausholt und mit ihm redet. Dauert wie gesagt alles eine halbe Stunde. Währenddessen sind die anderen natürlich unterwegs in Richtung Chortempel. Ja, da werdet ihr dann auch eintreffen. Und lauscht da gerade noch so ein paar Geschichten von Boltax, der euch da viele von seinen Heldentaten oder von seinem gemäßigten Attributen erzählt und berichtet. Und ihr könnt dann dort immer noch auf Vianda und auf Frunja treffen. Frunja trainiert gerade an einem Bogenschießstand, den hat sie da weiter aufgebaut. Sie sind immer noch alleine. Und Vianda sitzt da gerade im Schneidersitz und meditiert vor sich hin. Morgen! Ich laufe da rein, schaue mich nach dem Bären um, heb den Bären auf. Ja, er schnuppert wieder an dir und beißt dir dann wieder in deine Fingerknöchel. Ja, der ist niedlicher, du bist niedlicher, du bist niedlich. Ja, ich halte den Bären in der Hand und trainiere mit dem Bären. Er hat einen wahren Narren an diesem Bären gefressen. Ja, solange beide ihren Spaß haben. Hallo auch. Schön, dass ihr wieder hier seid. Er hebt sich ja wie gerade. Und ja, nickt euch einfach nur kurz und grimmig zu und macht dann weiter. Auch eine Freude, euch wiederzusehen. In der Tat sind wir hergekommen, um mit euch zu sprechen. Ja, dann nur heraus. Wir werden morgen bereits Richtung Aranien aufbrechen wollen. Und als Geweihte des Abes ist es nur richtig, euch zu fragen, ob ihr vielleicht uns helfen könnt, die beste Route zu finden. Die beste Route führt normalerweise über die Reichsstraße. Das sollte normalerweise zumindest kein Problem sein. Aber die aktuelle Zeit ist natürlich etwas kritisch. In der Tat. Wir haben debattiert, ob es schlauer ist, Gempericum zu reisen und dort ein Schiff zu nehmen oder eher die Straße über Vavorin zu nehmen. Schneller und auch sicherer ist vermutlich trotz der blutigen See immer noch Pericum. Bäh. Zumindest wenn ihr... Bitte? Ach, blutige See. Das klingt schon so
uneinladend. Ich finde, wir sollten über Babu reden. Ihr sagtet Aranien, also wo genau wollt ihr nach Zorgan? Oder nach Elburum? Genau. Ja, nach Elburum vielleicht danach, allerdings erst nach Zorgan. Ja, dann solltet ihr auf alle Fälle ein Schiff nehmen. Das ist zumindest meine Empfehlung.